Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Wir fahren heute 94.500 Pfund Containerstapler Chassis von Winnipeg nach, haltet euch fest, es geht endlich mal raus aus Kanada, in Anführungszeichen endlich, nach Sioux Falls, South Dakota. Es gab ein paar Problemchen, was jetzt die Reihenfolge der Map-Mods betraf, obwohl ich eigentlich das, glaube ich, meine ich sogar nochmal extra nachgeschaut habe, bevor ich das alles gestartet habe und so weiter. Aber gut, halt dann jetzt auch vernünftig. 740 Kilometer haben wir vor uns. Schon eine ordentliche Strecke. Mal gucken, wann werden wir erwartet? Um 11 Uhr morgens. Okay, wir sind wahrscheinlich etwas früher da. Oh, da auch nicht. Eine kleine Umgewöhnung, was die Trailer wieder mal betrifft. Das kommt mal wiederum davon, wenn man zu viel jetzt Euro Truck Simulator gefahren ist. Zum Voraufnehmen. Ich sehe auch gerade gar nicht mehr ganz genau, wie viel Kohle wir jetzt brauchen für den Cascadia. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man so mit 120 bis 130.000 so um den Dreh rechnet. Wenn es dann mehr kostet, den Cascadia zu holen. Ach nee, Moment, wir holen uns ja den McTitan. Dann halt dasselbe. Dasselbe Gesagte gilt dann halt auch für den McTitan, beziehungsweise für den Mac, den wir uns holen. Ich glaube, wir haben ja auch die Möglichkeit vom, dass wir den, oh Gott, wie hieß er denn noch gleich, wenn man hier noch den, keine Ahnung, ach, wie hieß denn der noch gleich? Ich glaube, wir haben ja noch einen anderen Mac drin, ich bin mir aber gerade unsicher. So, eben das fix eingestellt. Genau, also die Mods, wie gesagt, die Map-Mods waren in der falschen Reihenfolge und stelle sind dann nicht aufgefahren. Sprich, wir können jetzt auch in Amerika rein und können dann auch dementsprechend längere und auch Strecken fahren, die mehr oder besser bezahlt werden. Ich fahre jetzt wieder auf ein kleines Bild. Kleines Bild, weil es ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel vom Großen ist. Da es dort am wenigsten spiegelt. Beziehungsweise was halt spiegelt, da dort die Lichteinstrahlung halt ein bisschen geringer ist. Der Wahnsinn, dass es halt schon so früh so losgeht. Ne? Das ist schon. Merkt man halt doch schon, dass halt helle Gardinen echt ein Nachteil sind.
mal das Tempo ungefähr bei. Ich glaube, der letzte Teil oder Abschnitt ab Amerika wird dann, oder wahrscheinlich auch schon noch kurz vor Amerika, wobei ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt über Landstraße, über den Highway reinkommen oder ob wir über eine Interstate reinfahren. Oder einen Freeway in Amerika rein. Ich weiß gar nicht, ob es mit Sicherheit jetzt auch Landstraßenanbindung geben. Aber werden wir dann sehen, ob wir dann halt, ob es entspannter wird zu fahren oder nicht. Okay, da kommt schon mal der erste LKW vor uns. Okay, ich merke, es geht bergauf. Ich habe auch jetzt das auf. Vielleicht ist der Kollege auch deswegen so langsam. Ja, einfach mal mit Tempo mal 83 km pro Stunde, solange wir noch hier auf Landstraße sind. Das Ganze ja leider sehr, 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 sehr gemächlich. Ich frage mich ja, ob man das per se, wenn man die Map so gesehen lädt, ob man das dann selber nochmal einstellen kann, dass die halt auch hier schneller unterwegs sind. Jetzt können wir das geben. Okay, auch nicht. Out! Wir müssten eigentlich komplett rechts rüber, aber ja. Ich habe nicht mit einer Maut gerechnet, ich habe gerade eher mit einer, wie heißt das, mit einer Rest Area habe ich gerechnet, deswegen war das fahrerische oder die Möglichkeit zu bremsen halt nicht gegeben oder die Möglichkeit auf die andere Seite zu kommen jetzt nicht wirklich gegeben. Sind wir jetzt in Amerika? Sind wir jetzt in North Dakota? Ich habe keine Ahnung, aber es ist Grand Forks, ich glaube nicht. War Grand Forks schon in Amerika? Gucken wir auf die Karte. Und bilden uns während der Folge. Okay, Grand Forks. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit Farbe im Kopf? Ich habe irgendwie mich auf Fargo eingestellt, ich weiß nicht warum. Gab's nicht? Ah, hier, da haben wir Fargo. Okay, nevermind, dann Grand Forks. Gab's, ja gut, Grand Forks muss es ja auch schon gegeben haben. Okay, dann sind wir jetzt in Amerika, in North Dakota. Wie gesagt, ich habe mich jetzt eher so auf Fargo eingestellt. Ich habe gedacht, Fargo wäre so die nächste oder die erste Anlaufstelle, die wir so haben in Amerika, in North Dakota. Aber gut, dann ist es wohl Grand Forks, woran wir vor Fargo noch vorbeifahren. Ja gut. Kann natürlich sein, dass ich weiß es natürlich nicht mehr, weil es zu lange her ist, aber kann natürlich sein, dass wir halt erst begonnen haben, die. Oh Gott, geht das jetzt steil bergauf. Eieiei. Das ist doch nicht sein Ernst, oder?
dazu muss ich jetzt glaube ich nichts sagen, ne? Außer dass man sich jetzt den Berg hoch, eigenständig hochschleppen. Bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, wenn die KI hier so scheiße baut. Eieiei, war ja schon fast klar, ne? Ich hätte direkt links, obwohl ich, links hätte ich nicht rüberziehen können. Ich hätte einfach schalten sollen und einfach rechts ran vorbei. Einfach auf Zero Fucks Given. Einfach mal wieder super klar. Okay, das Gute ist, dadurch haben wir Zeit verloren. So sind wir noch 2 Stunden zu früh da. Natürlich so und so sehen. Wobei, ja, wir haben genügend Zeit, so gesehen. Und da passt das alles. 21 Kilometer pro Stunde, okay, ist das. Was ist in Amerika genau? Never mind. Dann stellen wir das mal fix ein. Gameplay. Durch Meilen dürfen wir fahren. Haben wir mal eben kurz das Navi umgestellt. Wäre natürlich nice, wenn man das auch irgendwie per Knopfdruck machen könnte und das nicht über die Einstellung machen müsste, aber. Also, das heißt per Knopfdruck, per Tastenkombinationsgedöns. Aber gut, dann machen wir es halt so. Das ist ja auch gar kein Problem und ja. Laut dem Mac. Wir können ja einfach mal spaßeshalber nach... Ach nee! Halt, stopp! Wir gucken mal kurz auf der Karte. Ob wir in Grand Forks einen Händler haben. Haben wir nicht. Haben wir in Fargo einen Händler. In Fargo... haben wir unter Umständen einen Händler. Vielleicht aber auch nicht. Das heißt, wir fahren da einfach mal vorbei. Denn... und hier haben wir auch etwas. Denn wir müssen ja, wir haben mal noch einfach, wir haben bis jetzt 0 Händler aufgedeckt. Das ist das verdammte Problem. Da wir 0 Händler aufgedeckt haben, können wir nämlich immer noch nicht nachschauen, wie viel Geld wir brauchen. Und wir verdienen jetzt hier für 17.000 Dollar, was ich noch nicht erwähnt habe, aber jetzt habe ich es. Das ist natürlich schön und gut, aber es ist natürlich, macht natürlich immer Sinn, ein Ziel im Hinterkopf zu haben. Klar haben wir jetzt so ein grobes Ziel von 120 bis 130.000 im Kopf, aber ein genaueres Ziel wäre natürlich schon praktischer. Aber gut, man kann auch nicht alles haben. Es sind noch 355 Meilen. Ja gut, wir sind auch. Okay, wir sind schon bei Grand Forks. Der nächste. Ah nee, Moment, bei Grand Forks. Haben wir jetzt bei Grand Forks raus? Habe ich. Ja, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber war es. Nee, in Grand Forks haben wir jetzt in Fargo fahren wir raus, genau. In Fargo und in Sioux Falls haben wir auch noch mal ein
eine kleine Umleitung, bevor wir wirklich da beim Ziel sind. Das heißt, wir wissen jetzt sowieso schon bei 10 Uhr morgens. Gut, wir haben eine ordentliche Zeitspanne für den Abladetermin. Von daher alles im grünen Bereich. Und an Grand Forks kann ich mich mittlerweile auch wieder erinnern, dass wir zumindest in der letzten Version, was ja obvious ist, aber im letzten Stand der Mods, die wir hatten, im letzten Video bespielen, von American Truck Simulator Staffel 3. Und da war das ja eigentlich verständlich. Ich hatte das halt noch irgendwie so im Hinterkopf, was wir halt Fargo hatten und nicht. Da waren noch ein paar Schilder, die ausgetauscht werden, weswegen das Ganze ein bisschen anders beiseite geschafft wurde von irgendwelchen Mitarbeitern und Arbeitern. Passiert, ne? Kann sich nicht an alles erinnern. Vor allem, das sind ja auch mittlerweile, ich glaube, das ist ja schon ein Jahr her, wo wir die letzte Original-Folge aufgenommen haben. Aber an Grand Forks, beziehungsweise so an die Baumpalette kann ich mich noch erinnern. Wir sind, glaube ich, scheinbar gleich in Fargo, beziehungsweise bei der Umleitung. Freuen wir uns aus oder nicht? Okay. Kein Dings drin, von daher. Wir müssen eh hier raus. Allerdings meinte ich jetzt gerade. Okay, Tempomat. Danke, kurz rauslassen. Bei einer normalen Rest Area vorbeikommen, bei einem normalen Truck Stop, der nicht in der Orts ist, können wir nochmal gucken, ob wir uns nochmal eben hier gehen wir mal auf 32 Miles per Hour mit der Cruise Control, Tempomat heißt es ja im Deutschen so gesehen. Wenn wir schon Amerika sind, dann kann man auch Cruise Control sagen. Das fährt auch richtig beim Namen nennen. Genau, schalten wir noch 30 Miles per Hour, bis wir 33 Miles per Hour, da wir gleich in Ort sind. Dann haben wir auch gleich den ersten Aufenthalt in Fargo. Wobei kann natürlich auch sein, dass es in Fargo, obwohl klar, wir müssen in Fargo ein City Limit geben. Wäre doch sinnlos, wenn nicht. Okay, das war knapp. Selbst wenn das Ganze jetzt keine Truck
Dealer ist, sondern nur eine Arbeitsagentur. Das ist ja auch alles halb so wild. Brauchen wir ja auch im späteren Zeitraum, beim späteren Zeitlauf, Zeitraum, Zeitablauf, whatever. Ihr wisst, was ich meine, das ist das Wichtigste. Ein Truck Dealer würde ich mich zwar mehr freuen, aber man nimmt, was man bekommt, ne? Man nimmt, was man bekommt. So. Haben wir den Teil ja auch schon mal abgeschlossen. Weiter aus Fargo raus. Richtung Sault Ste. Marie war letzte Folge. Nach Sioux Falls. Und fahren aus North Dakota raus, um nach South Dakota zu kommen. Ich glaube, ich fahre einfach hier geradeaus. Keine Lust, jetzt hier nochmal links abzubiegen, nochmal rechts abzubiegen. Oh, really? Okay. Hätte ich erst mal getan, ne? Ich hatte keine Ahnung, was das eine Überbrückung ist. Egal. Schön mit dem Sonnenaufgang. Fargo jetzt auch schon mal ein bisschen gesehen. Das war ein super Timing. Muss ich ja mal sagen. Sein wird. Oh, wir sind immer noch im City Limit, gut zu wissen. Jetzt nicht mehr, wunderbar. Wobei das könnte jetzt natürlich ein One-Way. Okay, das ist ein doppeltes. Okay, dann können wir auf die Seite wechseln. Beziehungsweise macht es Sinn. Seite zu bleiben, da wir ja doch ein bisschen was zu ziehen haben und der Peter Will, der ist ja jetzt auch nicht der stärkste, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel wir haben. Aber der hat ja auch nicht zu kämpfen, allein nur mit. Okay, was heißt nur? Tausend Pfund ist natürlich auch schon wieder eine Menge. Zwar nicht das Maximale, aber sowas geht, aber schon eine Menge. Schon nicht ohne.
Anwalt im Sonnenaufgang, im Hintergrund ganz gleich. Ich bin sonst auch nicht blinden. Und damit sind wir wieder auf dem Highway, ach, auf Interstate. Nach South Dakota und Sioux Falls. Und wie gesagt, auch nochmal eine kurze Wendung, wie ihr gesehen habt. Und schau nach, ob wir dort ein bisschen mehr Glück haben mit einem Truck-Dealer, der uns seine Dienste erweisen möchte. Das Gefühl, es verengt sich hier, jawohl. Leicht bergauf, wir halten das Tempo, das ist schon mal, okay, wir halten es natürlich nicht ganz, aber wir verlieren nicht ganz so viel. Letztes Mal zum Überholen an. Meilen haben wir noch. Das ist ein Abladeort. Wo ist er? Ein bisschen zu früh eingeschert. Ich glaube, wir die längste oder von der Streckenlänge sind es, glaube ich, so, das ist ja auf 750 Kilometer, glaube ich, oder? Oder so muss man drehen. Muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht bekommen wir gleich mal eine Nachricht. Die haben wir bisher. Normalerweise bekommt man doch immer irgendwie nach so nach drei Aufträgen oder so, oder nach einem zweiten oder dritten Auftrag die Benachrichtigung oder so eine E-Mail von wegen hier. Händler, Truckmarke einblenden, in Ort einblenden, bietet ihnen Angebote an oder sowas in der Richtung. Haben wir bisher noch nicht bekommen. Wir haben bisher nur die allererste Message bekommen. Auch noch nicht die zweite von wegen hier, hey Kredite, wir sind's, die Bank und so. Haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Alles ganz komisch. Licht noch an. Aufgrund der Fracht. Rundumleuchte könnten wir natürlich auch machen, aber haben wir nicht und so weiter und so fort. Ich weiß, ja, das läuft. Da fahren wir auch eigentlich jetzt hier komplett voll aus. Somit verschwinden auch die Meilen umso schneller.
sind quasi schon fast da. Also, ich glaube, ich habe es gar nicht wirklich beendet zu erzählen, aber meine wirkliche Frage oder Hinterfragen zu stellen. Man kann ja, also klar, man kann ja hier Maps easy erstellen, editormäßig und so weiter. Man kann natürlich auch Maps vom Prinzip her laden und ja, eventuell bearbeiten, wie auch immer. Wenn es quasi auf der Map so gesehen eingestellt ist, dass die auf den Highways in Kanada und so weiter, dass die da anstelle von 100 Kilometer pro Stunde nur 80 bis, sagen wir mal, 75 bis 83 Kilometer pro Stunde fahren, sowas um den Dreh. Wenn das so eingestellt ist, dann könnte man das ja prinzipiell, ist natürlich auch jede Menge Arbeit, aber könnte man es ja prinzipiell ändern, ob es wirklich funktioniert, ist ja eine andere Sache, aber könnte man es ja prinzipiell ändern, sagen, dass die können 100 Kilometer pro Stunde fahren oder 105, wie auch immer, sodass man halt dort auch nicht die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit fährt, um dann abrupt abzubremsen auf 20 Kilometer unter dem Tempolimit. Klar, man soll, also ist natürlich die Arbeit von den Map-Erstellern selber, sollte man nicht bearbeiten, pipapo, aber ich meine, im Grunde genommen verändern wir ja nichts an der Map, so, ne, also wir würden dann ja nur an dem Verhalten der KI würden wir ja was ändern. Dann ja demnach halb so wild, würde ich auch nie machen, irgendwie an einer Map was zu verändern. Da würde ich eher mich selber versuchen reinzufuchsen und selber eine Map zu erstellen. Ich glaube, ich habe zum Teil sogar mal hier den S von Eurotrix-Simulator vor Ewigkeiten, habe ich glaube ich irgendwann mal irgendwas gemacht. Aber oder probiert so, um das System ein bisschen zu kennenzulernen. Map erstellen, aber das war's dann auch. Ich wollte mal was Größeres starten, aber große Projekte alleine zu machen ist dann doch wieder ein bisschen, ja, ne? Man kennt's. Da wir auch bald jetzt gleich raus müssen, sind ja schon längst in South Dakota angelangt und auch gleich in, wir sind auch gleich in Dings in Sioux Falls. Von daher können zwar nochmal kurz ein bisschen überholen, aber wir müssen wieder reden. Wir müssen gleich rechts raus. Kein Problem, wir können nochmal überholen. Nicht. Und da wurden wir mal wieder unterbremst. Aber das ist ja halb so wild, da wollen wir sowieso raus. Niedriger Tankfüllstand, das ist ja perfektes Timing. Aufmalt in Sioux Falls.
Vorschummeln geht immer. Das klappt immer wunderbar. Auch gut bekommen. Wollen wir mal schauen, ob es hier was Interessantes für uns gibt. Oder halt nicht. Sprich, wir müssen gleich nochmal zu... Ist das Charge oder sowas fahren, um dort zu drehen auf dem Hof? Es sei denn, wir können das auch gleich hier machen, aber gut, wir haben jetzt ja auch wieder nur eine Arbeitsagentur, nur Direct Hire. Frage ist, ist der Hof groß genug zum Drehen für uns oder nicht? Ich würde sagen nein. Dann drehen wir weiter hinten. Dann liegt dann auch gleich die Fracht ab. Auch nicht hier, weil wir nicht drehen können. Tun wir einfach mal so, als ob wir drehen würden. Wo wir gedreht haben. Ich habe gehofft, es ist ein größerer Hof, aber... Pustekuchen! Und alles nur für die Arbeitsagentur. Das ist aber auch... schwierig. Dann liefern wir ab und hoffen wir, dass wir bei der nächsten Tour... Okay, wir sind jetzt noch ziemlich früh. Na gut, dann gucken wir, ob wir da hinten bei der Tanke nochmal eben tanken. Dann bei der Tanke bei der Firma an, ob wir eine Stunde früher entladen werden könnten. Ansonsten warten wir halt auf dem Hof. Hier ein bisschen Sand über den Rüber fahren können. Und die Tanke sieht gut aus im Tanken. Sogar für uns. Steigen wir mal aus und tanken. Also, wir sind eigentlich auf der anderen Seite, aber auch egal.
Zahlen müssen wir zum Glück nichts. Macht ja alles noch die Firma. Die wir fahren. Erwartet, unerwartet um die Ecke. Ja, wir dürfen abliefern, das heißt, wir fahren einfach mal rauf und geben die Fracht ab. Das wird man noch nur mit etwaigen Ziel am Ende des ganzen Prozederes, aber. Ändern. Ist dann halt so, dann werden wir das vielleicht in der nächsten Folge herausfinden, wie viel Geld wir brauchen für unseren ersten eigenen LKW und natürlich, ob wir halt nur den Titan haben oder ob wir auch den irgendwas anderes mit Mac haben. Ich glaube, irgendwas mit P war das. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ausgezeichneter Containerschachter-Chassis von Winnipeg nach Sioux Falls geliefert, gefahrene Strecke 477 Meilen. 9 Stunden haben wir gebraucht, sondern einen geltenden Verbrauch. Und wir bekommen 17.000 Dollar dafür und 932 Erfahrungspunkte. Wir steigen ein Level auf und gehen auf wirtschaftlicheres Fahren. Fernfahrten sind aktuell bei 751 Meilen. Schauen wir mal, was wir vielleicht als nächsten Auftrag in der nächsten Folge fahren könnten. Von Iroquois Falls nach Detroit. 27 fucking 1.500. Das ist natürlich auch eine ordentliche Strecke, muss man natürlich auch dazu sagen, aber. Ja, wir können ja einfach mal gucken. Aber es lohnt sich, ne? Also es. Preislich lohnt sich das. Revolver haben wir natürlich auch. Hier haben wir wahrscheinlich, was das hier ist. Wir haben auch alle für den MacTitan Super, MacTitan. Nochmal ein Freightliner, okay. Also nochmal, wir haben den Freightliner sowieso drin. Vielleicht haben wir auch nur den MacTitan drin. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht euch im nächsten Video wieder von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.